Hallo meine lieben Pokémon-Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf diesem Kanal. Was geht ab, Leute? Ich möchte euch heute zeigen, welche Daily Quests es alle in Pokémon Strahlende Diamant und Leuchtende Perle gibt. Denn es gibt tatsächlich sehr, sehr viel zu tun. Ich vergesse immer selber sehr, sehr viel. Deswegen auch für mich so eine kleine Denkstütze, was es denn eigentlich alles zu tun gibt. Ich würde sagen, wir schauen uns als allererstes das Schwarm-Pokémon an. Dafür können wir einerseits einfach ins Menü gehen und sehen, an folgendem Ort wurden viele Quickel gesichtet, Route 217. Es kann sein, dass es auch immer noch von gestern ist, weil ich hier auf Standby war. Wir fliegen trotzdem nach Sandgemme. Wir machen das alles hier komplett easy in Sandgemme. Müssen wir nämlich in das Haus von Lucia gehen und ihre kleine Schwester, beziehungsweise Lucien, je nachdem, ob ihr den weiblichen oder den männlichen Protagonisten spielt. Und dann erzählt euch die Schwester von Lucia oder Lucien, welche Schwarm-Pokémon es heute gibt. Dementsprechend gehen wir zu der Kleinen hin und sie sagt, irgendwas haben die im Fernsehen doch noch gesagt. Was war das nur? Ach ja, ganz viele Bummels sollen aufgetaucht sein, und zwar hier Ewigwald. Die werde ich mir gleich abholen. Das machen wir gleich. Wir gehen da sofort hin, dann zeige ich euch, wie das Ganze ausschaut. Bummels im Ewigwald. Bummels fehlt mir tatsächlich nämlich noch für den Dex. Deswegen sehr, sehr gut, denn es gibt tatsächlich einige Schwarm-Pokémon, die es natürlich auch im Untergrund gibt, wie zum Beispiel Paras. Paras ist ein sehr gutes Beispiel. Nee, ist nicht Paras. Oder gibt es Paras als Schwarm-Pokémon? Ich glaube, Paras gibt es auch als Schwarm-Pokémon. Sagen wir einfach Voltoball, okay? Voltoball bin ich mir sehr, sehr sicher. Paras war, glaube ich, das Großmaul-Pokémon, ne? Genau, wir haben Voltoball als Schwarm-Pokémon auf Route 217, müsste das sein. Aber wir haben, so, hier sehen wir nämlich auch schon die Bummels. Also das sollen Bummels sein, man erkennt sie nur irgendwie sehr, sehr schlecht. Aber egal, 40% Chance, dass sie auftauchen. Dementsprechend würde ich sagen, let's go. Fangen wir uns unser Bummels. Ich cutte dorthin, bis wir Bummels gefunden haben. Und da haben wir auch schon unser Bummels gefunden. Sehr, sehr gut. Brauche ich, wie gesagt, noch für den Dex-Eintrag. Und wenn ich schon dieses Video hier mache, dann kann ich mir das hier auch starten. Wie gesagt, 40% Chance, dass ihr das Pokémon hier findet. Die ganzen Schwarm-Pokémon, was ich eben, wie gesagt, sagen wollte. Voltoball gibt es einerseits im Untergrund, andererseits auch als Schwarm-Pokémon. Das heißt, wenn das jetzt als Schwarm-Pokémon auftaucht, okay. Dann gibt es allerdings so Pokémon wie Bummels oder Taubsi. Die halt nur als Schwarm auftauchen. Das heißt, für den Nationaldex, damit ihr den füllt, sind die Schwarm-Pokémon tatsächlich essentiell wichtig. Lohnt sich also auf jeden Fall, jeden Tag danach zu schauen und ja, sich die Mons zu fangen. Als nächstes checken wir natürlich ganz klassisch, das ist nicht unbedingt eine Tagesquest, allerdings sollte man das natürlich regelmäßig machen. Und zwar checken wir unsere Honigbäume ab. Dafür gibt es hier in diesem Menü eine sehr, sehr nice Übersicht. Und zwar können wir auf Plus drücken, wenn wir fliegen. Dann sehen wir hier, wo Beeren gerade zum Abpflanzen sind, was natürlich auch dazu gehört. Dann sehen wir, welche Honigbäume wir nicht bestrichen haben. Wir sehen, welche wir bestrichen haben. Und wir sehen, welche, ja, einen Pokémon in sich haben. Da haben wir hier die drei. Ich habe immer nur die drei neben Flori, habe ich aktiv, weil die alle sehr, sehr schnell erreichbar sind. Mir fehlt immer noch Scaraborn. Dementsprechend checken wir die drei natürlich auch ab. Und das könnt ihr natürlich am Tag öfter machen, je nachdem, wie aktiv ihr zockt. Also ich sage, zweimal am Tag kriegt man auf jeden Fall hin. Und dann holen wir uns hoffentlich Scaraborn. Let's go. Wir checken kurz alle drei Honigbäume ab und dann geht's direkt weiter. Bummi. Nice. Als nächstes haben wir Scaraborn, 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 bitte. Bummi. Nice. Und zu guter Letzt haben wir Scaraborn, Scaraborn, Scaraborn. Griffel. Alles zwar alle, also Bummi, Griffel, seltene Pokémon habe ich allerdings alle schon. Brauche ich nicht mehr für den nächsten. Dementsprechend machen wir weiter mit der nächsten Sache. Als nächstes verschlägt uns unsere Reise nach Jubelstadt, denn dort gibt es tatsächlich zwei Daily-Aufgaben zu erledigen. Und zwar werden wir da einerseits Lotto zocken. Wir kennen es aus den alten Spielen, damit die ID-Nummern mit unserem Pokémon übereinstimmen. Deswegen steppen wir hier einmal nach oben, und zwar zu TV Jubelstadt. Da müssen wir sowieso zwei Sachen erledigen. Dementsprechend steppen wir hier kurz rein, zocken kurz Lotto. Moinsen! Vergesst dich auch fast jeden Tag, dementsprechend lohnt sich aber auf jeden Fall. Herzlichen Glückwunsch. Dir die von Gleiger aus deinem PC-Boxen erhält mindestens eine Übereinstimmung mit der Losnummer. Die letzte Ziffer stimmt überein. Daher bekommst du den vierten Preis. Wir bekommen einen Hyperball. Kann man trotzdem coole Sachen bekommen. Ich weiß nicht, was es hier für Preise gibt. Ich weiß nicht, ob die einem das sagt. Nö, sagt sie nicht. Ich habe keine Ahnung. Dann müssen wir hier noch nach oben gehen. Und zwar von dem Kollegen, der uns das Geheimgeschehen tatsächlich schenkt. Für alle Leute, die nicht wissen, wo man das Geheimgeschehen bekommt. Hier. Und zwar von ihm hier. Und er fragt uns etwas zu unserer Lieblings-TV-Serie. Und dann sagen wir ihm halt einfach, yo, keine Ahnung, der Kuriositätenjäger, richtig cool. Und dann gibt er euch einen Sticker. Da bekommt ihr jeden Tag Sticker. Lohnt sich halt einfach, um, ja, Sticker zu bekommen. Ganz easy. Als nächstes steppen wir rüber nach Schlaede.
denn dort gibt es offensichtlich die Massage. Das ist wahrscheinlich das, was die meisten von euch natürlich noch kennen. Aber das lohnt sich auf jeden Fall, gerade für die Leute, die den Nationaldex vervollständigen wollen oder allgemein ihre Pokémon mit Freundschaft entwickeln wollen, geht das natürlich am schnellsten. Dementsprechend gehen wir eben kurz zum Massagehaus, ganz entspannt, und lassen unser Togepi in meinem Fall massieren, damit ich mir relativ schnell Togekiss für den Pokédex zusammen sammeln kann. Das Coole ist, dass man hier auch Pokémon aus der Box auswählen kann. Dementsprechend haben wir hier mein Togepi und den wollen wir eben kurz massieren lassen. Und dann, ja, wird uns wahrscheinlich, ich habe jetzt Togepi und wir bekommen natürlich auch noch einen Sticker geschenkt. Ich habe Togepi dreimal massieren lassen. Ich glaube, der wird sich im nächsten Level Up auf jeden Fall entwickeln. Als nächstes holen wir uns tägliche Beeren ab. Dafür müssen wir einmal nach Route 208. Die haben wir, lasst mich nicht lügen, hier unten. Ja, genau. Müssen wir nach Herzhofen. Und zwar müssen wir da einmal auf Route 208 zum Bärenmeister. Der gibt einem, ich glaube, die letzte Mal habe ich Maronbären bekommen. Ich weiß es legit gar nicht hundertprozentig. Wir fliegen auf jeden Fall nach Herzhofen. Machen das Ganze in einem. Wir könnten zwar von hier aus direkt noch eine andere Sache machen, aber die werden wir trotzdem später machen. Erkläre ich euch später, warum. Also auf jeden Fall holen wir uns erstmal die Bären, sowohl auf Route 208 als auch in Weideburg. Allerdings erstmal, wie gesagt, die Beere hier, Route 208. Hier haben wir den Bärenmeister. Der gibt einem jeden Tag eine neue Beere. Und heute bekommen wir eine Giefebeere. Sehr, sehr cool. Nehmen wir auf jeden Fall mit. Ist, glaube ich, eine 30% Heilungsbeere. Und dann fliegen wir, wie gesagt, noch nach Weideburg. Denn dort bekommen wir tatsächlich sehr gute Beeren fürs Competitive. Denn dort kriegen wir jeden Tag eine Antibeere. Das heißt, Attacken, die von Typ Gift, also sehr effektive Attacken, die beispielsweise von Typ Gift abgeschwächt werden. Oder von Typ Elektro, in dem Fall die Kerzerbeere. Und die haben wir, lasst mich nicht lügen, hier. Entweder in dem Haus oder in dem eins oben weiter rechts. Aber ich glaube, es war hier, oder? Ich glaube, es war von ihr. Genau. Und zwar bekommen wir die Grazbeere. Wie heißt euch das eigentlich? Ich habe keine Ahnung, was die Grazbeere macht. Aber hier kriegen wir auf jeden Fall die Antibären. Was sehr nice ist, um sehr effektive Attacken abzuschwächen. Ich habe keine Ahnung, was die Grazbeere ist. Ich will es jetzt herausfinden. Ah, die sehr effektive Attacken von Typ Gift abschwächt. Gut, dass ich es gesagt habe. Sehr gut. Okay, als nächstes werden wir uns natürlich ins Großmoor begeben. Dort können wir nämlich tägliche Pokémon finden. Viele Leute denken, dass man nur ein einziges Daily-Pokémon dort haben kann. Gerade nach dem Nationaldex gibt es dort wichtige Pokémon, wie zum Beispiel Kangama, Knilz, Owei oder sonstiges. Und die können wir natürlich über das Fernrohr sehen. Hier sei wie gesagt gesagt, hier sehen wir zum Beispiel Piondragi, ist ein Tages-Pokémon, wie gesagt, aber man kann mehr Tages-Pokémon sehen. Hier haben wir Azurill. Und da lohnt es sich auf jeden Fall, das Ganze öfter zu machen, denn die Chance kann auch da sein, dass du vielleicht Knilz, in dem Fall, wenn ihr Knilz als Tages-Pokémon dort habt, erst beim 15. Mal oder so seht. Ich werde das jetzt eine Weile machen, werde ein bisschen gucken, weil mir fehlen hier noch Knilz und Owei. Gerade Knilz finde ich es super wichtig, gerade zum Pokémon-Fang mit Pilzsporn und Trugschlag. Richtig gutes Pokémon, deswegen werde ich hier ein bisschen nachschauen und schauen, ob ich hier irgendwas Interessantes habe. Bis gleich. Okay, hier haben wir jetzt Knilz tatsächlich gefunden. Es hat so 7 bis 8 Mal gebraucht. Das heißt, ich werde mich jetzt auf die Suche begeben nach Knilz. Wie gesagt, Tages-Pokémon findet man hier. Sehr, sehr geil. Ich werde mir Knilz einfangen. Ich bin sehr, 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 sehr happy. Ich habe damit danach die letzten Tage gesucht. Deswegen, es lohnt sich auf jeden Fall, hier täglich vorbeizuschauen. Halleluja. Danke, Knilz. Und bis gleich. Und da haben wir auch schon Knilz gefunden. Ging relativ schnell. Knilz hat zum Glück eine Catchrate von 255. Das heißt, ich habe eine 43,9%ige Chance, mit dem ersten Ball Knilz zu fangen. Fast 50%. Versuchen wir unser Glück. Hoffen einfach, dass Knilz drin bleibt. 1. Perfekt, bitte flieh nicht, Knilz. Tut mir den Gefallen. Ja, beobachte. So ist gut. So ist gut. Knilz. Und es war ein super Catch. Ich glaube, der sollte drin sein. Yes, und damit haben wir auch Knilz gefangen. Und ich kann mir ein Karpels fangen, beziehungsweise besorgen, um Pokémon leichter zu fangen. Freue ich mich sehr, sehr drüber. Das heißt, Leute, die täglichen Aufgaben lohnen sich. Wir machen weiter. Als nächstes verschlägt es uns nach Trostu, denn dort gibt es die Tageszeitung. Lohnt sich sehr für verschiedene Bälle, wie zum Beispiel den Tauchball, den man tatsächlich nur dort bekommt. Man kriegt dort Heilbälle, man kann dort aber auch Superbälle und Hyperbälle bekommen. Ich musste dem Kollegen letztens einen Dialga zeigen. Hat er scheinbar gefühlt. Ich habe ein paar Superbälle dafür bekommen. Das war bei dem Kollegen hier. Das Nice an dem ist hier, er möchte ein Meditales von uns sehen. Und ich kann ihm einfach Meditales zeigen, wenn er auf meiner Box ist. Und da haben wir es schon. Ich muss ihn gar nicht in meinem Team haben. Easy peasy. Und ich bekomme Timerbälle. Sehr, sehr cool. Lohnt sich auf jeden Fall auch für Freebälle. Besonders gerade, wenn man darauf heiß ist, Pokémon in bestimmten Bällen zu fangen. Und wie gesagt, es gibt auch Bälle wie zum Beispiel den Tauchball. Nur hier, was sich auf jeden Fall sehr lohnt.
Als nächstes geht es runter zum Hamanasu-Park, denn dort müssen wir zum Gurtmann. Keine Ahnung, wie er heißt, aber der will ein gewisses Pokémon auf einem gewissen Level sehen. Dort bekommt ihr jeden Tag einen anderen Gurt. Einerseits den Schwarzgurt, dann den Expertengurt und auch den Fokusgurt. Das wechselt immer so ein bisschen. Der möchte, wie gesagt, immer ein gewisses Level von euch sehen. Ist sehr, sehr nice, um einfach auch gratis Items zu bekommen. Gerade sowas für den Fokusgurt mehrfach zu haben, kann sich lohnen. Und da muss man den sich nicht für GP kaufen. Deswegen, ich flüchte kurz von dem Bügel. Gehen wir weiter rein zu dem Mann in sein Haus und schauen, wer hier. Bei mir wollte er die ganze Zeit ein Level 98 Pokémon sehen. Und er möchte ein Pokémon auf Level 23 sehen. Finden wir ganz kurz. Hier haben wir auch schon ein Golbat auf Level 23. Geht also sehr, sehr fix. Holen es kurz hier raus, reden mit dem Mann. Und wir bekommen heute ein Expertengurt. Sehr, sehr cool. Auch Expertengurte. Kann man öfter haben. Deswegen lohnt sich das auch auf jeden Fall täglich zu machen. Als nächstes müssen wir wieder nach Herzhofen. Wie gesagt, das kann man theoretisch gesehen mit dem Bärenmeister auf Route 208 kombinieren. Kann man machen. Ich gehe mal so ganz gerne durch, so Beere plus Beere. Aber wir wollen natürlich noch runter in den Trophäengarten. Hier haben wir die Chance auf Polgon. Habe ich tatsächlich schon gefunden. Aber auch auf andere seltene Pokémon, wie zum Beispiel Mobei, welches sich tatsächlich nur in Pokémon Perlern bestimmten Routen gibt. Oder Pantimimi, was es nur in Strahlender Diamant an bestimmten Routen gibt. Allerdings könnt ihr dieses Pokémon hier im Ziergarten auch bekommen. Dann, wie gesagt, sowas wie Polygon ist sehr, sehr nice. Und auch Pokémon wie Shanaira hat man hier die Chance. Mauzi und verschiedene Baby-Pokémon, die es teilweise sogar nur im Ziergarten gibt. Dementsprechend, ihr könnt die zwei Trainer hier noch mitnehmen. Das mache ich zwischendurch mit dem Kampfwander. Gibt einfach ein bisschen Geld. Werden wir jetzt allerdings nicht machen. Ich habe ja eine andere Geldmethode schon hochgeladen, wie man besser Geld farmen kann als bei den beiden. Aber wenn man hier schon dran vorbeiläuft, kann man die natürlich easy mitnehmen. Allerdings, unser Ziel ist es, hier zu dem Besitzer zu gehen. Wir möchten mit dem reden und der sagt uns dann bla bla bla. Das können wir alles skippen, bis ihr zweimal Ja gesagt habt bei Herr Reich Edel. Und dann sagen wir noch ein weiteres Mal Ja und dann erzählt er uns. Aber ist er unbesorgt, das macht mir nichts aus. Ich erzähle dir gerne mehr. Weißt du, als ich heute Morgen in den Ziergarten ging, kam ein niedliches Meryl zu mir. Meryl bekommt man tatsächlich im Großmoor, deswegen relativ unbedeutend für mich. Tatsächlich hat sich aber auch schon rauskristallisiert, dass es dort jeden Tag irgendwie zwei oder drei seltene Pokémon noch gibt. Teilweise Pokémon, von denen er gar nicht gesprochen hat. Allerdings werde ich da jetzt nicht dran schauen, danach schauen. Es gibt kaum noch Pokémon, die mir dort fehlen. Aber bis ihr alle Pokémon habt, die es im Ziergarten gibt, lohnt sich das auf jeden Fall. Als nächstes müssen wir nach Sonneweg. Dort haben wir ebenfalls zwei Aufgaben zu erledigen. Einerseits gibt es dort einen Markt, bei dem es täglich neue Sticker gibt. Den könnt ihr gerne leer kaufen. Die Sticker sind super günstig und dann habt ihr halt ein riesiges Repertoire an Stickern, was sehr, sehr nice ist. Und die sind halt echt super spottbillig. Wir müssen einfach nur hier in dieses Haus reinreden mit dem Kollegen hier und möchten Sachen kaufen. Und wie gesagt, ihr seht, von den Luftblasensticker fehlen mir nur noch zwei, dass ich nicht mehr ertragen kann, wenn ich das richtig sehe. Oder kann man immer nur zwei kaufen? Man kann scheinbar immer nur zwei kaufen. Gestern habe ich 99 von allen gekauft, wenn ich mich richtig erinnere. Vielleicht ist es, weil ich die... Nee, das kann ich nicht sein, weil ich da schon 99 von habe. Ich weiß nicht, woran es liegt, aber hier könnt ihr euch jeden Tag Sticker kaufen. Hier gibt es verschiedene Sticker. Ist natürlich nice für die Bälle. Kann man auf jeden Fall machen. Ich habe den nur mal. Ich weiß nicht, gestern habe ich mir 99 von allen gekauft. Ich weiß nicht, woran es liegt. Aber ihr könnt euch Sticker kaufen. Direkt hier können wir natürlich dann auch rauslaufen und können zur Tagesbandfrau gehen. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Ich glaube, sie ist hier oben. Was haben wir hier? Genau, Bänder für jedes Pokémon. Dort bekommt ihr jeden Tag ein anderes Band für ein Pokémon. Das heißt, wir können hier zu der Frau gehen. Heute ist Samstag, bla bla bla. Und easy. Also locker 18 Stunden haben geschlafen. Okay, ich habe keine Ahnung. Aber ja, wir bekommen Band des Schlafens. Sehr gut. Bekommen wir jetzt am Magneson. Ist natürlich immer sehr interessant. Es geht einfach auf das Pokémon drauf, was an erster Stelle ist. Und ihr braucht ja sowieso viele Bänder, um in das Haus am Ende reinzukommen. In die Villa, im Überlebensareal dort oben bei einer Afterstory. Deswegen, hier könnt ihr easy Bänder farmen, jeden Tag neues Band. Lohnt sich auf jeden Fall, gerade auf eurem Lieblings-Pokémon, wenn ihr dort Bänder sammelt, lohnt sich das ebenfalls sehr. Dann haben wir selbstverständlich noch die Arena-Leiter-Rematches. Die sind jetzt gerade für mich irrelevant, aber jeden Tag könnt ihr natürlich auch die Arena-Leiter-Rematches haben. Dann haben wir auch noch das Seven-Stars-Restaurant. Habe ich persönlich noch nicht gemacht. Ich weiß nicht, ob sich das für Leute
für Leute lohnt, ist halt hier auf Route 213 neben dem Kühnheitsufer gibt es das Restaurant und das ist eigentlich auch relativ uninteressant für mich. Ich habe keine Ahnung, ob es dort irgendwas Besonderes gibt, ich glaube nicht. Und dann haben wir selbstverständlich noch den Untergrundshop, der sich jeden Tag ändert. Ich glaube, da können wir von Weideburg aus relativ easy hin. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, ich glaube aber schon. Das heißt, dafür müssen wir einfach mal eben fixen. Es gibt natürlich mehrere Orte, wo es den Untergrundshop gibt, aber dort wechseln natürlich auch immer TMs und so weiter, was sehr, sehr cool ist. Das heißt, wir gehen einmal ganz fix in den Untergrund und ich suche euch den Kollegen raus. Aber auch da gibt es verschiedene Maps, wo ihr nachschauen könnt. Oder halt einfach, ihr verbringt wahrscheinlich eh viel Zeit im Untergrund. Dementsprechend, ich suche eben kurz den Sphärenhändler. Perfekt. Von Weideburg aus geht es sehr, sehr gut. Ich bin einfach straight up 2 Sekunden nach oben gelaufen. Und hier können wir uns Sachen holen. Heute gibt es zum Beispiel bei mir Strauchler, Anziehung, Folterknecht, Kugelsaat und Powerpunch. Falls ihr irgendwelche Terms davon braucht, das ist sehr, sehr nice, kann man die sich hier holen. Und natürlich auch kann man hier verschiedene Sphären tauschen. Und auch Einwegbohrer gibt es hier, was ebenfalls sehr, sehr nice ist. Hier wechselt auch jeden Tag immer das Angebot. Dementsprechend kann man hier auch auf jeden Fall täglich vorbeischauen. Alright, das war's tatsächlich. Das sind alle täglichen Aufgaben, die es zu tun gibt in diesem Spiel. Ist sehr, sehr viel, ich weiß. Aber gerade das macht das Spiel ja so lebendig. Und irgendwann könnt ihr auch Dinge von der Liste streichen, wie zum Beispiel Großmoor-Pokémon fehlt mir jetzt persönlich nur noch Owei. Und wenn ich Owei habe, muss ich nicht mehr täglich im Großmoor vorbeischauen. Das heißt, ihr könnt nach und nach immer so eure Liste abarbeiten, welche Sachen ihr täglich nicht mehr machen müsst. Aber gerade sowas wie die täglichen Beeren, geschenkten Gaul, schau mal nicht ins Maul, nimmt man natürlich mit. Und ja, kann man auf jeden Fall machen. Ich hoffe, euch hat das ganze Video gefallen. Wenn ja, lasst auf jeden Fall sehr gerne eine positive Bewertung da. Abonniert sehr gerne den Kanal, um keine weiteren Pokémon-Strahlender, Diamant und leuchtende Perle-Videos mehr zu verpassen. Ich hoffe, euch hat das Ganze gefallen. Ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Macht's gut, Leute, und ciao, ciao.